So, und damit Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge ATS. Wir haben in der letzten Folge unseren LKW ein kleines bisschen ramponiert. Also ich habe ihn ramponiert. Ihr wart nicht schuld, ich war schuld. Oh, ich sollte euch vielleicht rausfahren lassen. Ah ne, komm, die lassen mich rein. Dankeschön. Ihr könnt auch gerne die Spur wechseln und mich überholen. Tun sie aber nicht, weil sie seriös sind, okay. Das heißt, wir müssen die Folge auf jeden Fall erstmal ein bisschen in die Werkstatt fahren, weil... Ja, nirgends geht da irgendwas dann irgendwann gar nicht mehr. Schön, ich habe alles kaputt gemacht, das ist super. Bloß weil ich so in der Gegend rumgeguckt habe, das sollte man, glaube ich, nicht tun beim Fahren. Beim Fahren sollte man sich, habe ich mal gehört, aufs Fahren konzentrieren. Deswegen machen wir das heute einfach mal zur Abwechslung. Mache ich ja sonst auch nie. Hier aber schön auch wieder rechts die Berge, mir gefällt das. So, wann müsst ihr denn einmal rausfahren? Wir müssen nämlich irgendwann mal, ich glaube, hier in Phoenix North. Okay, da fahren wir, glaube ich, ab und reparieren. Genau, da reparieren wir unseren Truck. Hat sich das Navi alles gemerkt, das finde ich gut. So, in der Viertelmeile. Also, ja, gut übers Knie gebrochen, so 200 bis 300 Metern. Fahren wir hier einmal aus Exit Only. Nein, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann fahren wir hier gerade mal drüber. Das heißt, wir haben auch die Stadt freigeschaltet. Das finde ich auch gar nicht mehr so verkehrt, dass wir so ein paar Städte freischalten. Damit wir von dort eben halt auch Aufträge annehmen können. So, Stoppschild einmal links geschaut, ist eigentlich frei. Bisschen weiter vorher hätten wir können, aber hey. Haben wir trotzdem ganz gut gesehen. So. Jetzt müssen wir schauen, wo hier die Werkstatt ist. Nämlich absolut keinen Plan, wo sie das hier alles befindet. Aber das Navi wird uns, denke ich, ans Ziel leiten. Erster Aufenthalt. So. Jetzt bekommen wir auch weitere schöne Errungenschaften hier. Nachdem wir das erste Mal in irgendwelchen Städten waren. Ist, glaube ich, auch nicht mal verkehrt. So. Hat der eigentlich Vorfahrt? Ja, der hat ein Stoppschild. Okay. Nix mit rechts vor links, ist auch nicht verkehrt. So, was macht ihr da vorne? Hast du so ein 25? Ja, gut. Sehe ich irgendwo, warte mal. Kann ich irgendwo mein Tempomat einstellen? Ah. So kann ich mein Tempomat einstellen. Da fahren wir hier wirklich mit 25 durch den Ort. Weil ich glaube, das ist auch was, was in Amerika noch ein bisschen stärker verbreitet ist. Auch bei Autos als wie bei uns. Eben dieses, genau, Tempomat fahren. Das ist bei uns relativ, ist so gut wie nie vorhanden. Auch vielleicht, gerade weil wir auf unseren Autobahnen eben absolut keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Also mehr oder weniger nicht. Ach, ich sollte es aber vielleicht, glaube ich, nicht die, hier die Dinger verpassen. Unsere Werkstatt. Also dadurch, dass wir hier fast keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf unseren Autobahnen haben, fährt man halt auch manchmal so wie eine gesenkte Sau. So, nach Taxen fahren wir auf jeden Fall. Das ist schön. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir gerade hier nochmal einmal kurz raus. Heißt, wir haben die Dinge noch nicht verpasst. Die Werkstatt, da fahren wir noch einmal hin. So, ich habe Vorfahrt, liebe Leute. Dankeschön. Oh, ein Raupenbagger. Cool. Finde ich cool. Aber jetzt gerade hier in solchen Situationen, da gebe ich auch lieber selber ein bisschen Gas und schätze das selber ein bisschen ein. So, einmal hier drüber. Was ist da? Callbox, da braucht man nicht. Dann fahren wir einmal hier über die Brücke drüber. Da fahren wir schön Auto. Das ist natürlich super. Gefällt mir. Party hart. So, tanken brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Nö, tanken brauchen wir nicht. Denke ich mal. Welcher Zeiger auch immer mir das anzeigen mag, ich weiß es noch nicht genau. Aber können wir auf dem Rückweg auch machen. Ich wollte eigentlich das da gucken. Ah, wobei, da können wir auch unseren Zielkaff machen. Sollte auf jeden Fall noch reichen. Ach, hier eine Arbeitsagentur. Cool. Können wir so Leute einstellen für den Fall, dass wir das wollen. Oh, da vorne ist ein Donut. Und hier ist auch ein Walbert. Heißt, da hätten wir auch einmal anliefern können. Aber die wollten unsere Fernsehgeräte ja nicht. Ne, ist auch okay. Mir macht das auch nichts aus. Ist auch okay, wenn die nicht haben wollen, dann wollen die halt auch nicht haben. So, und im letzten... Hinter Kaff hier ist dann die Werkstatt wahrscheinlich. Cool. So, Tag, Kollege. Ja, dann haben wir auch ein bisschen mal hier was von Felix gesehen. Ist auch nicht verkehrt. Ein paar Bänkchen zum möglichen Hinsetzen, wenn wir ein bisschen Pause machen wollten. Wozu wir eben keine Zeit haben, aber hey. So, Stopp haben wir gemacht. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter vor. Damit wir auch ein bisschen was sehen hier. So, nach dem Schwarzen, genau. Dürfen wir einmal fahren. Achso, du hast Vorfahrt gehabt, das tut mir leid. Ah, tut mir unendlich leid, meine Damen und Herren. So, ein Kenworth-Händler oder was? Tatsache. Den haben wir einmal entdeckt, das ist natürlich schön. Da haben wir links die ganzen Ausstellungsstücke.
Das heißt, die reparieren unseren LKW doch bestimmt. Ach, da hätten wir die. Oh. Die reparieren unseren Truck doch bestimmt mit Kusshand hier. So, dann dürfen wir einmal. Wobei, ob die für so einen Oldtimer noch Teile da haben, das weiß ich gar nicht. Solange wir hier nicht mit dem Portable aufkreuzen, soll das, denke ich, kein Problem sein. So, Service Entrance. Wir müssen allerdings einmal hier lang. Wartung. Einmal hier, zack, die du. Selbstbeteiligung ist ein bisschen geringer. Das ist eigentlich ganz schön. So, dann müssen wir halt mal schauen. Wie kommen wir am besten wieder raus? Einmal wenden. Das ist aber auch echt laut, der Truck. Das ist unglaublich. Naja, gut. Ich werde mich nicht dran stören. So, wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. So, da ist eigentlich, glaube ich, soweit frei. Sieht gut aus. So, dann schauen wir das mal hier wieder. Wobei, ich fahre jetzt nicht den ganzen Zickzackweg wieder. Ich fahre jetzt einmal hier geradeaus. Dann spare ich mir nicht einmal Zickzack. Das ist ein bisschen meistens etwas ätzend mit dem Zickzackfahren. So, Stoppschild haben wir trotzdem nochmal. Oh, da haben die ihre Bikes geparkt. Cool. Stopp und nochmal Stopp und nochmal Stopp. Ich bin ein Auto, das Stoppschilder mag. So, haben wir jetzt mal alle Stopps abgehakt. Wunderbar. Seafood könnte man da auch kaufen. Brauchen wir aber nicht. Und Donuts. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier Donuts gibt. Teignüsse. Lecker. Es kommt dann also sogar wirklich daher, dass die früher, also die haben ja früher auch schon Gebäck gemacht, frittiert auch, und da war das Problem immer, wenn du dann Teig genommen hast und ihn frittiert hast, da war der in der Mitte immer noch so ein bisschen speckig, also außen schon knusprig und lecker, und da komplett in der Mitte war immer noch so ein bisschen so ein teigiger Kern, und das war halt nicht ganz so lecker, und deswegen haben sie sich halt damals überlegt, wir drücken in die Mitte so eine Nuss rein, und dadurch kommt dann halt auch in die Mitte ein bisschen besser das heiße Fett dran und das gart in der Mitte besser durch, weil die Nuss muss halt nicht durchgaren. Und deswegen hat man dann eben so verhindert, dass dann in der Mitte teigig ist und später hat man die Nuss einfach weggelassen und es ist halt trotzdem die Teignuss geblieben. Ja, tolle Geschichte mit Josh, die keinen Schwein interessieren. So, frei haben wir auch fast bei dem Bus da, aber das ist ein Kollege, der beruflich Kraftfahrer ist, von dem her ist das eigentlich... Ja, soll das abkönnen. So, Tank, wie gesagt, war, glaube ich, ja, war halbwegs in Ordnung. Können wir unserem Zielkauf einmal tanken. Gut, es ist hier wirklich alles ein bisschen kaffiger als in den anderen Bundesstaaten. Deswegen ist es wirklich ein Zielkauf. So, einmal rum da und dann schauen wir mal. Oh, ist aber ordentlich was los hier. Dass wir da mit der kurzen Auffahrt irgendwie umhin kommen. So, es sieht aber gut aus. Gerade wenn wir kommen, ist frei. Das finde ich eigentlich ganz, angenehm. Ach, gleich wieder Spur wechseln. Ah, super. Gleich wieder hier ins nächste Kreuz. Das ist auch ein großes Kreuz hier. Ich glaube, die sind hier irgendwie normal. Aber, boah, das sieht halt echt imposant aus hier. Das finde ich klasse. Ich glaube, das war das, was man in der Demo gesehen hat. Vor dem Release, wo ich mir gedacht habe, alter Latz, ist das geil hier. Ich glaube, da lohnt sich das sogar mal hier. Ja, genau. Machen wir einfach mal einen schönen Screenshot draus. Ja, machen wir es so, machen wir so, machen wir so rum hier. Wunderbar. Einmal Foto fürs Album. Wir kommen auch ganz gut wieder. Oh, halala. Er hat es aber auch eilig gehabt. Der wartet. Dankeschön. Ich meine, ich hätte ihn auch vorbeilassen können, aber ich habe ihn zu Bett gesehen zum Vorbeilassen. So. Auffahrt auf die nächste. Einmal mal schauen hier. Nach Taxen müssen wir ja genau einmal hier die Spur verwenden, so wie es aussieht. Die rechte wird irgendwann mal abgehen, denke ich mal. Glaube ich mal. Oh, Licht im Tunnel. Ganz wichtig. Licht im Tunnel. Genau, die hier geht ab. Abbiegen only. Genau, okay. Oh, wir müssen die nächste abbiegen. Okay. Achso, die geht sowieso hier ab. Okay, gut, dann brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das nächste riesengroße Kreuz hier. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist normal. Das ist so ein bisschen wie die ganzen David M. Karten. Da sind die ganzen Auffahrten, sehen auch so aus. Aber irgendwie finde ich das cool. Mir gefällt das irgendwie. Was das auch alles kosten muss, weil bei uns an den Autobahnen, da hast du eigentlich so gut wie gar keine Brücken über irgendwas drüber. Da hast du halt einfach deine Kleeblattkreuzung, so viele Brücken wie du halt brauchst, deine vier Stück, und da war es das auch. Aber halt nicht so riesengroße, imposante Gebilde wie hier. Das finde ich echt cool, das gefällt mir. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir das hier gefällt? Ich glaube noch nicht. So, wir haben es ja auch gut noch ein Stückchen hier, aber das ist auch gar nicht mehr allzu weit. Heißt, wir parken, lege ich mir noch in der Folge hier ein, das sollten wir noch irgendwie hinbekommen, und wenn nicht, dann... bekommen wir es halt nicht hin. So, einmal Spurwechsel hier. Wunderbar. Gut, ich soll doch rüberziehen, wenn ich geblinkt habe.
So, wir dürfen 75 und das... Oh. Gut, dass ich die Spur gewechselt habe. Hat sich gelohnt. Naja, gut, das ist ja auch... Ich wollte nochmal sozial sein, damit ich alles schön überholen können. Bin ich hier mit einem Ausbrems, gell, Polizei, weißt du Bescheid. Hab ich nur wegen euch gemacht. Nee, habe ich eigentlich nicht. Aber ist auch egal. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier... Ich glaube, El Centro ist einmal abfahren. Wir dürfen aber hier bleiben, den Schildern nachzuurteilen. Bleiben beide Spuren uns erhalten. Das finde ich super, genau. So eine extra Abfahrt, die wir da haben. Das ist schön. So, jetzt können wir, glaube ich, wenn ich mal ein bisschen Lust dazu habe, können wir auch einmal... Warte mal. Einmal auf 75 den Tempomaten stellen und dann uns von dem durch die Gegend kutschieren lassen. Die letzten Meterchen auch noch, damit wir schön gleichmäßig und vor allem auch an Truckstop ist da oben. Da bin ich aber gerne hingefahren. Schade, egal. Sind wir schon dran vorbei. Kannst du nichts machen. Chance verpasst. Leben vorbei. Was willst du machen? So, ihr wollt gerne auffahren. Ja, ich würde euch gerne rauslassen, aber mich lässt ja auch keiner. Hm, genau das ist das Problem. Ja, Idiot. Ach, das ETS-Phänomen. Ja, ne? Weiß, ich blinke und es passiert nichts. Ich lasse mich keinen Schwein, die Bremsen auch nicht. Ja, die kommen auch echt angerauscht hier. Aber ich weiß nicht, ob der Bremsweg, also zumindest mal echte Menschen würden zumindest mal irgendwie ausweichen oder so, weil der fährt mir echt komplett drauf. Das war jetzt ein komplettes ETS-Phänomen, was wir in der einen der letzten Folgen gehabt haben, dass ich halt drüber gezogen bin. Ich sehe den halt auch erst sehr spät im Spiegel, ziehe halt dann noch komplett drüber und dann kann ich halt auch nichts mehr machen. Ich meine, ich könnte auch hier so aus dem Ding da rausgucken, da sehe ich halt noch weniger. Aber ich sehe ihn halt auch erst recht spät im Spiegel, deswegen kann man da echt schlecht reagieren. Hab mir gedacht, also bei Omsi ist es halt so, ich habe noch so ein bisschen dieses Omsi-Fahren drin. Bei Omsi ist es so, wenn du halt noch komplett drüber ziehst, Omsi erkennt ja nur dein Hinterteil. Also Omsi erkennt nur dein Heck und wenn du halt noch komplett einmal so dann rüber ziehst, dass du mit dem Heck dazu stehst, dann bremst die KI noch. Wenn du links so halb schräg und dann bremst, dann hast du das Problem, dass die KI dann in die Seite kracht, weil die deine Seite nicht erkennt. Und wenn man mal so meine Spielstunden von Omsi und SES-Produkten vergleicht, dann wird man, glaube ich, feststellen, dass ich eher so die Omsi-KI-Intus habe. Wird, glaube ich, dem einen oder anderen auffallen. Aber wo war denn diese Rennstrecke da? War die nicht irgendwo hier in Taxen oder so? Es gab doch eine dieser Rennstrecke da. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Naja, werden wir heute auch nicht, auf jeden Fall nicht fahren, weil wir heute noch einparken werden. So, vielleicht auch zwei parken, ich weiß es nicht. So, schauen wir mal hier. Müssten wir auf dieser Spur bleiben. Genau, dann fahren wir hier einmal unter dem ganzen Ronz hinweg. Boah, das ist aber auch eine coole Kreuzung. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Kreuzung in Amerika cool finde. Mir gefällt das irgendwie. Weißt du, so für richtig viel Verkehr ausgelegt. Hat viel Verkehr gesagt. Genau, so Taxen, Downtown. Müssen wir eigentlich einmal hoch. Aber nach Downtown geht es nach oben. Das finde ich aber nicht korrekt. Ja, Witz. Ja, lustig, gell? Witz, komm raus. Ach, der biegt links ab, okay. Ich dachte schon, warum das sich so komisch eingeordnet hat. Ach, der biegt auch ab, okay. Gut, dass ich das frühzeitig erkennen kann. So, einmal hier und dann dürfen wir einmal... Truck Service, ja, brauchen wir heute nicht, also noch nicht. Nachdem wir eingeparkt haben, bestimmt. So, wo dürfen denn hier einmal... Das sieht aber irgendwie böse aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe leichte Ängste. Dann schauen wir uns doch gerade mal an, wo denn welcher Anlieferungsteil wäre. Ach, das sind hier 40er. Ja, dann geht das aber. Dann machen wir hier den 40er. Machen wir es so, ne? Wenn es so ein 40er ist und nicht der 90... ich habe Gas gegeben. Er ist rückwärts gerollt. Das wollte ich nur mal angemerkt haben. So, Trucks only. Ja, genau, weil hier Delivery only. Genau, hier sind dann die Autoparkplätze, wie es aussieht. Aber auch cool hier. Mir gefällt das. Das ist klasse gemacht. Und der Talk ist relativ laut. Gut. So, Navi können wir jetzt eigentlich mal der nicht irritierungsweise mal ausstellen, damit wir nicht irritiert werden von irgendwas. Ich denke, hier drin finden wir uns auch noch ganz gut so zurecht. Wobei, warte mal, ich soll vielleicht schauen. Genau, das da in der Ecke. Gut. So, wir haben vermutet. Heißt, wir können mal ein bisschen Licht machen. Fernlicht brauchen wir eigentlich nicht. So, den können wir auch noch fahren, den Typen da rechts. Blinken brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind ja nicht auf der Straße. So, das möchte ich nicht. Ich möchte das gerne selber machen, liebes Spiel. So, genau, und hier war ja unser Auf... Ah, hier, okay, ich habe jetzt gerade, der wäre direkt da gewesen. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Ich habe gedacht, wir können es uns ganz einfach machen, aber so ganz einfach dann doch nicht. So, wie stehen wir denn jetzt? Na, anders als ich vermutet habe, schade.
Aber vielleicht kriegen wir das sogar von innen hin. Ich bezweifle das aber mal, weil gerade auf der relevanten Seite, also links von mir, für mich relevante Seite, habe ich das Problemchen, dass da der Spiegel verdeckt ist. Genau, jetzt kommen wir nämlich viel zu weit rum, weil ich nämlich nie nach links rausschauen kann. Da, weil da der fette Auspuff im Weg hängt. Schade. Ich hätte das gerne richtig gemacht, aber es ist... Man kann durch die fetten Auspuffe halt nicht so viel sehen. Hm. Und vor allem auch, wenn ich jetzt von der anderen Seite gekommen wäre, dann ginge das, glaube ich, noch ein bisschen eher, weil da der Spiegel in der Nähe ist. Warte mal, ich fahre nochmal ein bisschen vor nach links. Dann kann ich vielleicht die letzten paar Meter doch jetzt von innen machen. So, weil ich da den Spiegel nämlich direkt in Reichweite habe. Also direkt in Sichtfeld. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, einmal hier so. Oh, falsch rum. Hm. Das ist wieder das Problem, wenn du dann von der anderen Seite guckst, also von außen statt von innen, dann kurbelst du falsch rum. So, in die Richtung müssen wir auf jeden Fall, genau. So, und gleich wieder rum. So, ich habe nicht gesehen, wie weit jetzt schon ausgeschwenkt ist, der Auflieger, weil ich nicht in den anderen Spiegel gut gucken kann. So, wunderbar. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, Fracht wird nicht ganz so erfolgreich gewesen sein, aus Gründen. Genau, zufriedenstellen zumindest mal. Aber ich denke, das war's dann mal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Spielen wir erst ein bisschen was anderes auf dem Slot. Macht's dann gut, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.